Auf der Lignan 2019 zeigte Beckhoff die komplette Toolkette der PC-basierten Steuerungstechnik für optimierte Holzbearbeitungsmaschinen. Zahlreiche Automation-Highlights, mit denen sich Wettbewerbsvorteile in der Holzbearbeitung erzielen lassen, ergänzen den Auftritt in Hannover. In der Holzbearbeitungsmaschinenindustrie hat man es zu tun mit sehr vielen verschiedenen Maschinentypen. Das geht von Durchlaufmaschinen, dort ist die Anforderung Flexibilität und Geschwindigkeit, bis hin zu CNC-Maschinen, da ist die Anforderung mehr die Genauigkeit der Maschine, und ganz oft tritt alles in Kombination auf. Und wir als Steuerungshersteller sind aufgefordert, all diese Anforderungen natürlich mit unserer Steuerungstechnik zu treffen. Ein großer Punkt ist derzeit auch das ganze Thema Kommunikation innerhalb der Maschine und außerhalb der Maschine. Innerhalb meint die Vernetzung zwischen Steuerung und Sensorik und Aktorik. Das haben wir mit EASERCAD seit Jahren sehr gut adressiert und eigentlich dort auch den Standard gesetzt. Und im Bereich der externen Kommunikation sind derzeit führende Maschinenhersteller dabei, einen Standard zu etablieren, basierend auf OPC-UA. Wenn dieser Standard fertiggestellt ist, werden wir entsprechend passend dafür ein Produkt anbieten, sodass die Kunden entsprechend ihre Steuerung standardisiert in ihr Netzwerk einbinden können. Mit TwinSafe hat Beckhoff ein durchgängiges Sicherheitskonzept umgesetzt, das sichere Funktionalitäten in die Standardsteuerungsplattform integriert. Von der SBS über die IOs bis zur Antriebstechnik. Wir bei Beckhoff haben die Sicherheitstechnik schon lange in die Steuerungstechnik integriert. Begonnen haben wir mit der ganz normalen digitalen Sicherheitstechnik. Mit der Entwicklung der Antriebstechnik haben wir sogenannte Safe Motion Functions mit hineingenommen. Das sind sichere Antriebsfunktionen, die es ermöglichen, zum Beispiel Drehzahlen oder Positionen sicher zu überwachen. Darüber hinaus haben wir in einem weiteren Schritt mit der Technologie TwinSafe SC es ermöglicht, dass unsere Kunden Standardsignale aus der Maschine, beispielsweise Temperaturen, Analogsignale oder auch Positionen, mit in die Sicherheitstechnik zu integrieren. Das alles zusammen mit modernster Hardware, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, die es unseren Kunden ermöglicht, nicht nur die Sensorik und die Aktorik sicher zu dezentralisieren, sondern die gesamte Safety-Logik, das heißt das Safety-Programm, mit zu dezentralisieren. Und der Kunde kann entscheiden, ob er das Sicherheitsprogramm zentral laufen lassen möchte oder ob er komplett dezentrale Strukturen aufbauen möchte. Als Auge des Roboters integriert TwinCAD Vision alle Bildverarbeitungsanwendungen in die Steuerungsplattform. Vom Erkennen und Vermessen über Pick and Place bis hin zur Qualitätskontrolle. Das Engineering erfolgt direkt in der PLC. Über ein standardisiertes Kamerainterface lassen sich nahezu beliebige GIG eVision Kameras einbinden und im TwinCAD Engineering konfigurieren. Mit TwinCAD 3 Machine Learning stellt Beckhoff auf der Lignan die Softwarelösung vor, die maschinelles Lernen in Echtzeit realisiert und damit auch in der Holzbearbeitungsindustrie neue Möglichkeiten eröffnet. Mit TwinCAD Machine Learning ist es möglich, angelernte Modelle, komplexe Modelle in TwinCAD direkt in Echtzeit parallel zur Standardsteuerungswelt ablaufen zu lassen. TwinCAD Machine Learning ist dabei in der Lage, komplexe Zusammenhänge und komplexe Muster, die ohne weiteres normalerweise für einen Maschinenbetreiber nicht erkennbar sind, zu detektieren. Und das hilft zum Beispiel bei der präemptiven Wartung oder bei der Optimierung von Maschinen.